Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Spooky's House of Jumpscares. Wir befinden uns hier im Raum 900 und wenn ich richtig informiert bin, dann sollte dieses Spiel nur bis Raum 800 gescriptet sein. Das ist out of order, die Tür funktioniert nicht, also müssen wir doch zu den Krallenspuren. Ja, wie gesagt, wenn ich richtig informiert bin, müsste das Spiel nur bis Raum 100 gehen bis jetzt. Und der... Wie bitte? Raum 53? Das ist aber sicher Absicht. Ich mache mir da jetzt überhaupt keine Sorgen. Lalalala. So viele Computerräume, unfassbar. Ja, hier ist die Grütze. Und hier liegt der Zettel. Error 00231 3FB-GEL. Cannot release twice. Exit through express. Toll. Und im normalen Spiel, also im richtigen Spielverlauf. Bam. Und da kam Wackelpuddingmann. So, Raum 61. Express-Tunnel. Und jetzt sind wir Raum 512. Das sieht doch gut aus. Wie gesagt, keine Sorgen machen und dann wird das auch. Die Geräusche sind super. Ich mache mir zum Glück schon wieder überhaupt keine Sorgen. Ja, und um nochmal auf das Thema mit dem Raum 800 zurückzukommen. Dadurch, dass man ja pro 100 Räume ungefähr... Ja, man braucht da ja schon ein bisschen Zeit. Ah, es ist Alma, okay. Ja, man braucht halt seine Zeit, ungefähr 11 Minuten pro 100 Räume. Und dadurch, dass ich keine 11-Minuten-Folge haben will, weil wir müssen jetzt ja eigentlich nur bis Raum 700 spielen, da wird die Folge jetzt ein bisschen länger, es sei denn, ich faile, sodass wir die Folge dann auch ausbauen können. Was ist das für komische Überraschungsei? Nicht Überraschungsei. Spielbox-Musik. Überraschungsei-Musik ist auch gut. So, Alma müsste weg sein. Zumindest die Spielbox-Musik ist weg. Alma? Ja, Alma ist weg. Schöne Bilder an der Wand. Oder wir beeilen uns einfach ein bisschen, dann hat die Folge auch keine Überlänge. Immerhin sind 40 Räume ja schon geschafft. Ja, rechts? Nein, links. Ja, links. Ja, geradeaus. Links. Sehr schön. Gleich auf der 550. Guten Tag. Mich gerade ein wenig erschreckt, aber das Skelett von vorhin war noch ein Stückchen schlimmer als unser blauer Kollege hier. Was? Ein Wald. Ein Wald. Ja, wirklich? Noch jemand, den das hier gerade ein wenig an Slenderman möglicherweise erinnern könnte? Was haben wir denn hier? Zettel. For a while I thought I had really escaped this place. But despite the trees and flora, I think this is actually just another room. I did, however, find deer, so I might at least get to eat. They make some strange sounds, though. Also man denkt, man ist im Wald und dass man frei ist, aber... Ja, Was war das denn?
I don't know what they are, but those are definitely not deer. I tried sneaking up on one the other day to kill for food, but it saw me as soon as I got close. I was barely able to get away from the thing. I've managed to board up most of them. Hopefully I can find another way out of here. Ach du Kacke! Jetzt müssen wir... Eine Axt! Click to swing. Oh, cool. Click to swing. Okay, das sollte man nicht immer machen. Ich hoffe, wir kommen wieder in eine Hütte. Nein, kommen wir nicht. Aua, 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 aua. Sind wir frei? Ich muss hier gerade erstmal warten, tut mir leid. Lalalala, habe ich was erzählt von... Wir machen das heute mal schnell. Aber mal ganz im Ernst, ich warte jetzt lieber, dass meine Leiste ein bisschen aufgefüllter ist, als dass ich drauf gehe und die ganzen Räume nochmal durchlaufen kann. Okay, das reicht mir. Jetzt fängt es schon wieder an zu laggen. Was soll denn der Mist? So, jetzt. Was ist das? Was ist das? Das ist ja voll ekelhaft. Das ist widerlich. Lass uns das mal angucken. Bäh, guckt euch das an. Lasst mich in Ruhe. Das ist voll ekelhaft. Lass mich! Und die Krissel sind zum Glück auch überhaupt nicht nervig. Oh, lass mich in Ruhe, du ekelhaftes Viech. Ja, Kürbisfreund. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass uns das bis zum Ende verfolgen wird. Also, nö, es ist weg. Ich wollte gerade sagen, es wird uns bis zur 600 verfolgen. Aber nein, anscheinend doch nicht. Hey, wir haben die Axt immer noch. Gehen wir mal nach rechts. Es beginnt wieder bedrückende Musik. Aber zumindest kennen wir jetzt auch die Anzeichen von Hirschmann. Von mir kriegt jedes Monster irgendeinen Namen. Das ist Hirschmann. Ihr wisst ja, Wackelpuddingmann, Spinny. Okay, Spinny hat jetzt keinen so innovativen Namen, aber trotzdem. Alma, Augenkrebsmann, Hirschmann. Gab's sonst noch wen? Ach ja, der Puppenspieler. Fast den Raum. Ah ja. Jetzt, wo wir die Karte haben, komme ich weiter. Rechts? Nein, links? Ja, links. Ja. Okay, dann ist es wieder der hier. Hä? Links. Links. Geradeaus. Geradeaus. Das ist aber seltsam. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Ich kaufe mir einen Bären. Ich weiß zwar nicht, was ich mit einem Bären anfangen will, aber egal. Speichern. Runter. Runter. Fliege um... Nee, doch nicht. Fliege ist zu schnell gewesen.
Fliege umbringen. Wo ist sie hin? Das ist nur eine kleine Obstfliege, aber trotzdem. Warum fängt es jetzt schon wieder an zu laggen? Ich mach nichts im Hintergrund. Wirklich nicht. Ich warte noch, bis das Ding unten ist. Da ist die Tür und dann mache ich gleich wieder den hier. War das jetzt ein anderes Türgeräusch als sonst? Das klang irgendwie nicht vertraut. Das kriegt man nicht kaputt. Das auch nicht. Ah, Wackelpudding, Mann. Lange nicht gehabt, den Freund. Beinahe schon habe ich ihn vermisst. Aber nur beinahe. So. Man erkennt Wackelpudding mal noch immer schön am Schreien und an den Pfützen. Wackelpuddingmann ist ein angenehmer Zeitgenosse. Ach du Scheibe. Was ist denn das jetzt? Da kommt man nicht... Achso, okay. Ich glaube, da soll man noch gar nicht durchkommen. Tut mir leid, falls es jetzt für euch ein bisschen dunkel sein wird. Oh, Licht. Sehr gut. Okay, da geht's nicht lang. Okay, das ist echt gerade ein bisschen fies. This facility is quite odd. Some of the equipment doesn't seem quite right. Almost as if it were designed for people without hands. Also, I'm not sure if it's just fault electronics, but the power keeps fluctuating and weird noises are coming from the air ducts. Oh Mann. Ich bin noch gerade erst vor dem Hirsch weggekommen. Nee, ich nenne den nicht Hirschmann, das ist zu uninnovativ, ich nenne den Typen einfach Harry. Ich frage mich, wer uns hier erwartet. Da kommen wir nicht durch, das heißt, wir müssen rückwärts. Da wird sicher gleich einer stehen. Doch nicht. Was können wir dann tun? Die Türen kriegt man nicht auf. Oh nein. Oh Gott. Noch jemand keine Lust darauf? Spooky just said that there were things we needed to salvage from this place. I'm starting to worry that a loose specimen may be included in the list of things for us to retrieve. The power just shut off again. Is everything broken in here? Was ist das? Was ist das? Lass mich. Lass mich. Ich habe euch nichts getan. Ich war es nicht, Frau Salisch. Nein. Oh. Das Viech widerlich. Wo ist es denn? Bäh. Ich dachte, das ist immer noch der Kopftyp. Oder sind das verschiedene? Nee, das ist der. Hä, und was war das gerade für ein Kopf? War das ein Ablenkungsmanöver oder... Kollege Fleischpeitsch ist hinter uns her.
jetzt wird's ja echt witzlos. Ich hab grad... ich hab grad anderes, über was ich nachdenken muss. Deswegen sind die Typen auch irgendwie überhaupt nicht gruselig. Der stand doch gerade vor uns. Wie konnte der vor uns stehen? Wie war das möglich? Finnische Dampfsauna. Ich glaube, er ist weg, kann das sein? Kollege Fleischpeitsche müsste sich aus dem Acker gemacht haben. Zumindest geht die Tür nicht auf. Sieht gut aus. Lass mich. Na, nee, da ist der rein. Ich dachte, das wäre wieder so ein Raum, bei dem man sich zwischen der Tür geradeaus und der Tür rechts entscheiden kann. Ja, ja. Ist gut langsam, wirklich. Kollege Fleischpeitsche ist echt eklig. Und wie konnte der da gerade eben einfach vor mir stehen? Und was hatten wir dann für komische Ränder gekriegt? Wir sind da, ja genau. Das habe ich auch gleich erkannt. So, 150. Die Hälfte haben wir geschafft. Von der heutigen Folge und wahrscheinlich auch von der letzten von Spooky. Also fürs Erste, bis es das nächste Update gibt. Es kann sein, wenn dieses Spiel weiter als bis zum Raum 800 designt ist, was ich aber wie gesagt nicht denke, dann werde ich das ja schon herausfinden, denn da kommt dann ein Screen, wo das dann darauf steht, dass das Spiel nicht weiter designt ist. Und dann werde ich das einfach hier am Stück aufnehmen und schneide das, also dieses Spiel noch zu Ende aufnehmen und schneide das dann auseinander. Ich glaube, das ist das Klügste. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man sich da zuerst dieses Gehirn angucken muss, bevor sich der zweite Gang öffnet, mit dem man dann zur Tür kommt. Weil das Gehirn war nur das erste Mal ekelhaft. Und ich frage nochmal nach, wer baut solche engen Gänge? Rechts? Nein, links? Nein, geradeaus? Folglich. Geradeaus? Geradeaus? Geradeaus links. Ich glaube, das Laggen von vorhin, das wollte mich einfach nur warnen, dass, hier, Kollege Fleischpeitsche ein bisschen ekelhaft ist. Und es wollte nicht, dass ich weiter spiele, aber nein, ich habe das Laggen ignoriert. Ich habe es aus dem Spiel heraus verbannt. Geradeaus? Hier. War schwer. Doch, doch. Finnische Dampfsauna. Was soll eine Sauna auch sonst sein, wenn nichts mit Dampf? Wenn ich gerade so recht darüber nachdenke. Ja, ist doch in Ordnung, Spinny. Ist doch gut. Ist doch gut. Irgendwie nerven die mich gerade mehr, als dass sie mich erschrecken. Diese Räume mit den Kisten drin, die sind aber auch ein bisschen seltsam. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich da was machen müsste. Aber schnell geht das trotzdem mit dem Axtschwingen. Selbst wenn hier alles echt stabil ist. Ah ja, hier sind wir wieder. Ich finde es gut, dass diese Karte da ab und zu immer mal aushängt. Da kann man sich richtig gut orientieren. So, und nach unten. Auch wenn die Geräusche auf der Ebene gerade ein bisschen seltsam sind. So, das mit den Rehen war übrigens das Letzte, was ich wusste. Wirklich nur die Rehe. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Hirschmann gibt. Dass es Harry gibt. Und Kollege Fleischpeitsche war mir dann völlig unbekannt. Ich habe mich dann jetzt im Nachhinein, wie gesagt, einfach nur informiert. Oh nein, er ist wieder da.
Ich habe mich dann jetzt im Nachhinein einfach nur nochmal wieder informiert, wie viele Räume angeblich bis jetzt designt sein sollen. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Typ jetzt weggehen würde. Weil der ist schon... Taste the beef. Toll, jetzt sind wir im Restaurant. Locked. Okay. Von da kommen wir, gell? Ja. Damentoilette? Wir kommen auf die Damentoilette. Und wir haben kein Spiegelbild. Da ist irgendwas Blutiges. Oh, ein Schlüssel. Noch wird nichts passieren. Broken. Da kommen wir auch rein. Oh, eine Nachricht. One. I was anxious getting a job here at first, but it seems like things are getting better. This chain is really expanding, which is a shock, because just last week I heard this company was going broke. Every day more and more people show up to eat here. Something still sets me off about this place, and it's food though. I'm going to try and not eat anything from here. Locked. Benutzbar. Ah, Chefetage. Na. 2. Today was a real day. The average number of orders continues to rise as it has been. But I don't know about the number of people. Today I saw someone use the drive. Threw an order a lot of food for one person. And then about 10 minutes later, they were back. They ordered the same exact meals. And then they left again. Then after another 10 minutes, they were back again. Maybe they're just delivering food for a party or hotel, but it worries me for some reason. Das würde mir ehrlich gesagt auch Sorgen machen. Locked. Oh nein, jetzt kommen wir hier rein. Entrance. Exit. Shoes. Das kriegt man nicht auf. Exit. Fun Rules. Be this tall. Sind wir leider nicht. No scream. Look out for snake. No alcohol. No diving. No hiding. We will find you. Spaßland. Ruckelndes Spaßland. 5. Oh nein, das lese ich noch nicht. Okay, ich lese es doch. Weil ich habe die Befürchtung, dass wenn ich jetzt auf der Suche nach dem wenn ich mich jetzt auf die Suche nach dem anderen Zeug mache, dann übersehe ich die hier am Ende. 5. There was a horrible accident today. At least that's what the managers are calling it. One of the other employees brought in some outside food and got into a fight with the manager about it. The employee said that the burgers here smell like sulfur. I then watched the manager grab the kid's neck and shove his head onto the grill. The employee got up and ran out before anyone could do anything. And I'm told that he is fine, but that really shocked me today. Ja, es kriselt gerade im Hintergrund. Finde ich nicht so toll. 6. I'm leaving. I fell asleep in my car today after eating one of those burgers. I remember bright flashes of a man or animal coming toward me and feeling like some huge lumbering thing was... some huge lumbering thing was wailing from deep underground as I continued eating. When I woke up, I was fine. But had veered off the road. I don't know if it's some weird allergic reaction to a preservative they use or something much worse, but this is my last day. Da ist Blut dran.
Hilfe, ich habe ein bisschen Angst. Schlüssel. Nee. Das war das Funland. Das ist broken. Hier hinten war das letzte noch, ne? Der hier? Ja, genau der. Schweine. Schlüssel. Und genau das dachte ich mir. Jetzt geht's los. Und es ist irgendwas echt Ekelhaftes. Und was ist das? Jetzt sind die Türen irgendwie verschleiert. Gucken ihn uns mal an, unseren Feind. Okay, er kann... Oh! Stimmt ja, ich habe gerade nach der Tür gesucht, aber der verschleiert die. Einfach vorstellen, wo die Tür sein könnte. Das Wissen über die ganzen Räume anwenden. Und den Typen nicht auf den Leim gehen. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich wieder ein Jumpscare, der ein wenig missglückt ist. Ja, es war ein Jumpscare. Ist doch gut. Baumstümpfe machen normalerweise nicht solche Geräusche. Ob die Entwickler das gewusst haben? Oder der Entwickler? Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hier programmiert haben. Wer hat mal einen Credit sehen? Ich glaube, es war nur einer, oder? Ist das... Kann das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war nur einer. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann mich auch irren. So, wie nenne ich den Typen? Das war hier Big Mac. Big Mac hat uns angegriffen. Ja, ist doch in Ordnung. Jaha, wie oft denn noch? So, noch 60 Räume, also noch ungefähr 6 Minuten. Kann auch schneller oder länger dauern. Schneller dauern ist auch schön. Heißt nicht kürzer, nein. Und wir brauchten jetzt die Axt nur wegen zwei verschiedenen Dingen. In dem futuristischen Teil mit Kollege Fleischpeitsche musste man ein bisschen Gemüse in den Lüftungsschächten. Oh, hey Spooky. Oh, hi. I didn't think you'd make it this far. And you got an axe. Nice. Well, congratulations. You're just about there, I think. Well, I didn't really have a gift ready, so, There you go. Unlimited stamina. It'll never, ever run out. So, see you later. Wow. Geil. Nein. Es ist eingefrorene Stamina. Gut. Sie hat aber recht. Das wird nie alle. Toll. So viel zu meinen 6 Minuten. Wenn wir jetzt nicht mehr rennen können. Ach ja. Wackelpudding, Mann. Das war also das, was ich da gesehen habe mit den Stamina-Balken. Ich wusste nämlich, dass der Stamina-Balken noch irgendwann mal verändert wird. Ich wusste nur nicht wann. Lalalala. Und anscheinend ist es keine sonderlich positive Veränderung. Wie es scheint. Past this point is not... Ah... Es ist schon bei der 760
Und dadurch, dass ich für die Aufnahme das Bild verschieben musste, as this point is not completed yet, you can continue if you want, but the only reason to keep going now is score. Keine Ahnung. I will have it done eventually. Next update should finish the story levels, so it might take longer. Press enter to continue or backspace to die. An der rechten Seite fehlt halt immer noch was, da gehen die Sätze hundertprozentig noch weiter. Ja, auf jeden Fall, das war spooky. Weil momentan geht es ja noch nicht weiter. Wir werden dann später noch einmal weiter spielen. Das kann ich euch versprechen. Nur momentan geht es halt nicht weiter. Ich drücke jetzt Backspace, um mich umzubringen. Your soul wanders in endless maze. So, und dann können wir uns hier noch eintragen. Nein. Ach ja, das 311, das war der Jule, der Nobody, der das mal probiert hat. Und das, alles klar. Gut. Das wär's dann mit Spooky. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Übrigens, Warning, this game contains violent and disturbing material, aber das wusstet ihr wahrscheinlich schon.